Einen wunderschönen guten Tag. Wir grüßen euch aus Hönow bei Mahlsdorf, am anderen Ende der Stadt, im östlichsten Teil, den man sich so vorstellen kann. Was machen wir hier? Wir sind hier am Park and Ride U-Bahnhof Hönow in der Böhlener Straße. Was machen wir hier? Was haben wir vor? Der Autokorso der Freien Geister 4G, es wird sich am 28.09. hier treffen. Um 11 Uhr oder ab 11 Uhr könnt ihr hier alle herkommen, bitte. Und wir werden dann gegen 12.30 Uhr das Autokorso beginnen. Wir haben uns überlegt, wir machen eine kleine Spritztour mit euch als Teaser, als sogenannte Ankündigung, das als Video für euch, damit ihr mal seht, wo wir unsere Zwischenkundgebung machen. Und in diesem Sinne sagen wir erstmal vielen Dank. Bis zum 28.09. um 11 Uhr hier Park and Ride Hönow am U-Bahnhof Böhlener Straße auf dem riesengroßen, wunderschönen Parkplatz. Zack, und da sind wir wieder. Zack, erste Zwischenkundgebung. Hallo, Louis-Levin-Straße, Ecke Adele-Sandrock-Straße. Schöne große Bauten, schön viel Menschen, schön viel Einkaufscenter. Hier wird eine Menge los sein, hier können uns die Menschen zuhören und einfach mal darüber nachdenken, was wir ihnen sagen. Genau deswegen sind wir hier und wählen so eine Zwischenkundgebung. Die wird gegen 13.15 Uhr hier stattfinden, weil so lang ist der Weg jetzt nicht vom Sammlungsplatz zur ersten ZK. Also lasst euch überraschen. Zweiten ZK. Neue Krottgauer Straße am Forum Kienberg. Circa 14.15 Uhr werden wir hier ankommen. Wer schon mal bei uns dabei war, der weiß, hier waren wir schon mal. Hier standen wir schon in der schlimmsten Corona-Krise und haben versucht, die Menschen aufzuklären. Und hier ist auch immer viel los. Hier sind viele Menschen, hier wohnen viele Menschen. Und deswegen haben wir uns diesen Platz als zweite ZK ausgesucht, gegen 14.15 Uhr. Kann man hier mit der U-Bahn herkommen? Hier kann man definitiv mit der U-Bahn herkommen. Die U-Bahn befindet sich ungefähr 100 Meter auf der linken Seite. Wer Interesse hat, kommt bitte auch hier einfach mal vorbei, schaut euch das an. Genau, mit Bus und Bahn. Ihr braucht unbedingt nicht mit Auto zu fahren. Ihr könnt auch zu den Zwischenkundgebungen kommen. Wir werden versuchen, die Zeiten so einzuhalten, wie wir sie bekannt geben. Sind wir wieder bei der dritten Zwischenkundgebung. Wann kommen wir hier an? Ankommen tun wir circa 15 Uhr, 15.15 Uhr, so lange brauchen wir bestimmt bei der zweiten Zwischenkundgebung. Alte Hellersdorfer, 146 zwischen Zossener Straße und Alt-Landsberger Chaussee. Für jeden, der sich orientieren will, hinter uns ist Kaufpark Eiche. Hier halten viele Busse, hier könnt ihr mit hinkommen, wenn ihr wollt. Und wir haben die Menschen vor uns. Mal gucken, was dann passiert. Ja, wie ich sehe, haben wir hier wirklich ein klassisches Wohngebiet mit einer Einkaufsmeile. Ich nehme euch mal hier einen kleinen Moment mit. Das könnt ihr euch mal anschauen. Also Akustik ist hier sehr gut, dürfte jedenfalls so sein. Und wir freuen uns auf jeden, der uns hier besucht. Genau, richtig. Und zuhört. Vierte ZK. Brodowiner Ring. Mitten im Wohngebiet. Mitten im Einkaufsgebiet. Und die Menschen sind ringsrum. Die letzte. Lasst euch überraschen, was hier noch passiert. Wann kommen wir hier ungefähr an? Wir werden ankommen gegen 16, 16.15 Uhr. Ja, so lange werden wir brauchen bei den Zwischenkundgebungen mit dem Reden. Eher alle ausgestiegen sind, sollen ja auch alle ein bisschen was mitkriegen. Und wir hoffen, in den Wohngebieten die Menschen zu erreichen. Deswegen hier, vierte ZK, Brodowiner Ring, nicht unweit weg von der Landsberger Allee. Kommt man hier mit öffentlichen Verkehrsmitteln ran? Eher nicht so gut, ne? Eher schlecht. Vorne hält ein Bus und die Straßenbahn. Ja. Auf jeden Fall Betriebsbahnhof Marzahn. Dort ist die Straßenbahnhaltestelle. Dort könnt ihr hier ins Wohngebiet laufen, dann seid ihr auch da. Auf dem Endkundgebungsplatz. Ja, circa 17 Uhr. Kann auch ein bisschen früher sein. Müssen wir mal gucken, wie lange die Zwischenkundgebungen dauern. Sind wir hier am Marlene-Weigel-Platz 8. So ist die offizielle Beschreibung. Aber hinter mir ist das alte Rathaus Marzahn. Und hier ist ein schöner, schöner Platz. Wie ein Auditorium, hier hören uns viele Leute zu. Hinter uns die 21 Stockwerke hohen Hochhäuser hier in Berlin-Marzahn. Ihr könnt uns hier erreichen. Wer nicht mit dem Auto mitfährt, S-Bahnhof Springfuhl, ihr steigt aus dem Zug und fallt eigentlich auf den Platz rauf. Oder wenn ihr mit der Bahn kommt, mit der Straßenbahn, Helene-Weigel-Platz aussteigen und einfach hier rüberlaufen. Was wollen wir hier? Wir wollen hier aufklären. Wir wollen hier vielleicht mit den Menschen ins Gespräch kommen. Und ganz wichtig, alles, was ringsherum passiert im Moment, bleibt bei uns immer noch an einer Aussage. Wir Menschen, wir alle Menschen sind wichtig und wir können das hier nur in unserem Land ändern. Wer das anders glaubt, weiß ich nicht. Der soll daran glauben, aber ich bin oder wir sind der Meinung, dass wir nur zusammen das ändern können. Denn wir sind alle Menschen und müssen zusammenhalten, endlich. Und deswegen werden wir hier unsere Endkundgebung abhalten.
Wir würden uns freuen, am 28.09., wenn ihr uns alle unterstützt. Wir müssen alle zusammenhalten, weil wir alle nur Menschen sind. Und in erster Linie kriegen wir es hin. Wir müssen es alleine erstmal schaffen. Für uns alle Menschen. Um 11 Uhr sammeln wir uns Park and Ride Hönow, Böhlener Straße, fahren gegen 12.30 Uhr dort weg, machen dann unsere 4 Zwischenkundgebungen mitten in den Wohngebieten, wie ihr gesehen habt, und treffen uns dann hier am Endkundgebungsplatz, am Helene-Weigel-Platz 8, vorm alten Rathaus, und werden hier versuchen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, den Dialog zu führen und aufzuklären. Begleitet uns, und dann werden wir uns am 28.09. sehen. Vielen Dank und euch alle noch einen schönen Tag. Bleibt stabil und haltet zusammen.